Ich koche heute ein Kalbsbutterschnitzel mit Selleriebruch und Selleriepüree. Zwei Sellerieknollen im Rohr schmoren, schälen und in gleichmäßige Stücke teilen. Eine Hälfte mit Butter und eventuell mit Milch zu einem Püree mixen. Die restlichen Stücke in einer Pfanne mit Butter erwärmen und salzen. Das Kalbfleisch in feine Würfel schneiden. Mit Eidottern und Obers vermengen und mit Salz würzen. Gleich große Laibchen formen und diese mit Bröseln bestreuen. Das Kalbsbutterschnitzel in einer Pfanne mit viel Butter und Olivenöl braten. Den Stangensellerie schälen, in kleine Stücke schneiden und mit Salz und Olivenöl marinieren. Das Kalbsbutterschnitzel auf einem Teller mit Selleriepüree, Selleriebruch und mariniertem Stangensellerie anrichten und mit Kalbschühl verfeinern. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.